Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir schauen uns SimRail in der Playtest-Fassung an. Da wird momentan der Multiplayer getestet und entsprechend angepasst, werden Bugs noch behoben, etc. Der Interface noch angepasst, je nach Feedback. Und ich dachte, ich zeige euch mal, wie SimRail im Multiplayer momentan so funktioniert. Und wir fangen dabei an als Fahrdienstleiter. Also ist jetzt der normale, ist der Singleplayer, der Editor und das Depot, wobei ich noch nicht weiß, was das Depot ist, sind noch gesperrt. Das ist jetzt nur Multiplayer und der Rest hier wird dann mit der Zeit freigeschalten. Und je nachdem, wie es dann freigeschalten wird, wenn es was Neues gibt, gibt es dann entsprechend dann Videos zu den ganzen Sachen. Heute aber eben der Multiplayer. Und da sehen wir dann schon die Auswahl an den unterschiedlichen Servern, wo man hier anfangen kann. Das ist jetzt, oh, das ist jetzt neu, for Beginners, EN1. es gibt drei deutsche Server. Wir gehen jetzt zum Beispiel auf den DE1-Server. Und dann hat man die Auswahl, man kann hier Fahrer sein oder eben Dispatcher. Wenn man hier Fahrer auswählt, wir machen das ganz kurz, dann hat man hier momentan vordefinierte Züge. Kann die anklicken, dann sieht man da, mit was fahrt man, wie lange geht es denn ungefähr, was ist ungefähr zu erwarten. Ich hoffe, da kommen dann später noch ein bisschen mehr Informationen zu dem Ganzen. Man sieht eine Vorschau von der Lok. Ich sage, da ist jetzt momentan nicht sehr viel freigeschalten. Später kann man dann hier die Schwierigkeiten auswählen, wie schwierig das ist, was man hier macht und abfahren würde nach Echtzeit. Wobei, er ist schon abgefahren, das heißt, er ist gerade am Fahren vermutlich und dann kommt man hier quasi rein, wenn der Zug gerade schon fährt. Also wenn kein Spieler den Zugumlauf fährt, dann fährt die KI das und du übernimmst es dann einfach. So läuft es Stand jetzt. Das gleiche auch mit einem Dispatcher. Die KI macht das Dispatcher, wenn kein Spieler drin ist. Das macht es eigentlich relativ okayisch. Sie haben jetzt gerade das erste Day, also ich nenne es meine, ja, es ist kein Day One Patch, aber der erste Patch mal rausgebracht, wo sie die KI mal ein bisschen gefixt haben. Weil jetzt ganz am Anfang von Playtest gab es da doch ein paar Probleme, dass zum Beispiel die Züge einfach stehen geblieben sind, wenn die Spieler quasi wieder rausgegangen sind, hat dann die Station blockiert. Das soll jetzt nicht mehr passieren. Aber hier haben wir quasi unsere Stellwerke, die aktuell gerade frei sind. Da zum Beispiel Agora, Psari, Knapoka und die allermeisten hier sind SCS. Es gibt aber auch SBK. Und so ein SBK-Stellwerk schauen wir uns heute mal an. Das ist zum Beispiel Benzin. Da haben wir hier zwei Bahnsteige, also beziehungsweise ein Bahnsteig, aber mit zwei Seiten. Und haben hier noch ein paar Ausweichgleise. Sind aber nicht alle elektrifiziert. Und ich würde sagen, da gehen wir mal rein. Braucht in der Regel nicht sehr lange zum Laden. Bei den Grafikeinstellungen sind wir hier auf maximal. Und ich muss sagen, sieht wirklich gut aus. Okay. Und da wären wir auch schon drin. Und da steht ein Zug. Wo steht denn der? Der steht hier unten. Das ist der Zug 42156. Hier mal quasi unser SWDR. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. 42156. Da habe ich bei mir gar nicht auf der Liste. Macht er hier? Ich glaube, das soll hier eigentlich gar nicht sein. Okay. Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher, was man mit Zügen tun soll, die hier eigentlich nichts verloren haben. Der muss falsch geleitet worden sein. Deswegen werden die KI auch hier angehalten haben. Es wäre irgendwie schön, wenn man das löschen könnte. 421. Wir fragen jetzt mal ganz kurz das andere Stellwerk an, ob wir den zu ihm schicken dürfen. Dazu haben wir hier diesen, das Telefon hier. Da können wir zum Beispiel mit jedem quatschen. Wir können nur mit den Fahrdienstleitern alle zusammen quatschen oder halt mit den Stellwerken links und rechts von uns. Das ist hier rechts, das ist links und da sehen wir gerade, das macht momentan die KI. Wenn das AI weg ist, dann ist es ein Mensch, der das gerade macht. Und dann kann man hier draufklicken und jetzt bei der KI hat man halt nur diese Textsachen. Wenn es jetzt ein Mensch wäre, dann hätten wir hier noch ein Mikrofonsymbol gehabt und dann könnte man mit dem auch über Voice reden. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Wir sagen mal das hier.
42156. Wir könnten jetzt hier noch das Gleis angeben, aber müssen wir nicht. Ich frage jetzt, ob das mal frei ist. Ah, jetzt habe ich das Falsche ausgewählt. ja, also das da. Ist die Paraf. Da. 42156. Send. Ist die Rookie for Train 42156. Na? Dass ich mir das jetzt gerade verhaut habe, nachdem ich da jetzt gerade eine falsche Anfrage gemacht habe. Oder er ist jetzt verwirrt, weil er nicht weiß, was das für ein Zug ist. Vielleicht kommt noch da mal ein Feature raus, dass man hier Fahrpläne machen kann. So, möchtest du was sagen? Jetzt wäre 156. Okay, das wird man nicht mehr antworten. Bin mir jetzt sicher, wieso, aber wir lassen den jetzt mal raus. Und das Pult funkt halt genauso wie in TD2, nur dass halt hier ja, wirklich Buttons sind, die man hier drücken muss. So, er steht hier. Ah, Moment, aber Gott sei Dank hat er es gerade nicht genommen. Der Weg ist hier bis nach oben. Das wollen wir nicht. Und, hier ist nach unten. Jetzt darf ich es machen. Und die KI dürfte dann gerade schon mal losfahren. Ja, tut sie auch. Das ist jetzt auch gar nicht nach Vorschrift, was ich hier mache. Aber dann ist er hier mal weg. Da kommt auch erstmal nichts. Die zwei Gleise sind irgendwie jetzt besetzt gemeldet. Obwohl hier gar nichts ist. Ich meine, es sind hier nicht alle Gleise elektrifiziert. Aber trotzdem macht er hier eine Besetztmeldung. Na egal. Und dann schauen wir doch mal im Fahrplan rein, was bei uns eigentlich jetzt so kommen sollte. Auch das hoffe ich, dass das noch ein bisschen angepasst wird oder dass man hier das effektiv abdicken kann, was durchgefahren ist. Das ist ein bisschen, ja, doof gemacht. Also wir haben jetzt 7.02 Uhr. Um 7 Uhr wäre hier 14.107 durchgefahren, um 7.05 Uhr. Kommt ein ECE um 10 nach TME und der bleibt dann 15 Minuten bei uns, naja, aber 15. Und dann ebenfalls von links RJ. Alles klar, also theoretisch haben wir jetzt, wir müssen jetzt eigentlich bald mal auftauchen. 510, aber die können wir dann gerade durchlassen, wenn sie im Fahrplan sind. Also wenn sie keine Verspätung haben, so. Da wurde aber noch nichts angemeldet. So, und der verschwindet jetzt da auf der anderen Seite. Und ich muss sagen, es ist schon noch cool, bei Multiplayer zu spielen, vor allem wenn dann beide Seiten besetzt sind, wenn man dann hier aufs Telefon gehen kann und dann effektiv mit den Leuten reden kann. Das macht mega Spaß. Kann man hier sogar abheben. Und dann kann man die Leute anrufen. Ich hoffe, da kommt da was. Wir könnten aber, nachdem es jetzt eh nur KI-Verkehr ist, wir schauen mal mit Tab. Ja, ist kein Spieler da. Wir gehen jetzt mal raus. Dann ist das, wir haben ja hier hinten noch so ein Gleis. Wo geht denn das hin? Totes Gleis. Ja. Das geht nirgendwo hin. Okay. Alles klar. Da fehlt die Hitbox.
Ja, doch. Grafisch ist das natürlich schon eine echte Pracht. Ah, schön hier. Unser Stellwerk. Leider ein bisschen zu gemüllt hier mit Graffiti. Streamline Line Kolejove. Nett. Kann ich hier auch? Oh, ich kann springen. Schauen wir uns mal kurz die Leute an. Ja, die schauen normal aus und nicht so creepy in TD2. Okay. Ich muss mal schauen, ob es einen Hotkey gibt, dass man hier sofort wieder in den FTL-Raum kommt. Move left, jump, modify local orientation, teleport to cabin. Das ist die 1. Das ist aber... Nee. Ich drücke mal kurz die 1, mal schauen, was passiert. Ah ja, cool. Komme ich gerade direkt wieder hier rein. Sehr cool, sehr cool. Und es ist immer noch kein Zug hier drin. Sind die alle verspätet? Das ist übrigens auch noch etwas, was sie hier machen werden, hier komplett das auf Englisch übersetzen. Das ist jetzt hier Polnisch und Englisch gemischt. Also da wird man hier die Zeit abstempeln. Das kommt auch noch. Also sie sind da sehr aktiv im Forum. Okay, ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt, bis hier was los ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute, da sind wir wieder. Ich sehe jetzt aber noch auf einen anderen Server, denn auf DE1 scheint es jetzt gerade so, als wäre es gerade ein bisschen buggy. Ist gerade ein Güterzug eingefahren. Wir haben hier 64018 und hier oben kommt jetzt dann 40113. Der muss hier mal halten. 40113. Was ist er denn? Hat Abfahrt um 27. Da ist er ja auch. Den können wir schon mal rausschicken hier. Die Ausfahrt geben. Das sollen wir hier mal wieder zurücksetzen. Ah, hier. Hier das gerade eingestellt haben. So, und der 644018 hat die geplante Abfahrt 25. Also gleich mal. Da kommt schon der nächste. 1411, das ist ein Express. 40662. Blockiert gerade die SWL hier. Ah, nicht so geil. Spannend, hier immer wieder als FTL zu arbeiten. So, der ist abgefahren. 40113, tun wir gerade mal melden. Und dann können wir den Express hier hinten reinlassen. Sobald das hier frei worden ist. Sehr gut. So, 1411 tut er bei uns halten. Mal kurz schauen. Hey, wo ist denn der? Abfahrt um 7.29, der ist zu früh. Ja, da muss man kurz warten. Was ist jetzt mit dem hier? 40662.
Aber ich glaube, der fährt jetzt gerade wieder. Was haben wir an Spielern da? Der Dominik und der Little Beaver mal am Stellwerk machen. Und da hinten kommt er auch. So, dann können wir hier mal den Güterzug rauslassen. Das ist jetzt hier frei. Sehr gut. 644018. Mal kurz anmelden. Sehr gut. Eigentlich könnte man den Express da gerade hinterher schicken. Oh, warum ist da SZ an? So, 14.11. Ah, da mache ich jetzt mal kurz Sprachnachricht. 14.11 ist bei mir abgefahren. Signal P. Hä? Wo ist denn hier SZP? Ich schaue es mir gerade voll nicht an. SZ. Ah, jetzt ist es weg. Keine Ahnung, warum das angewiesen ist. Vielleicht hat er ja auch ein Spieler da ein bisschen rumgespielt. Gut, der fährt da rüber. Und dann sind wir hier guter Dinge. Schauen wir doch mal ganz kurz in den Fahrplan, was als nächstes kommt. 722, 930. 44, 49 kommt da ein bisschen was. Okay. War also im Moment erstmal nichts zu tun, bis dann wieder ein FTL verschickt. Und ich würde sagen, ich mache da noch mal einen kleinen Schnitt, bis wieder was los ist. Bis gleich. Okay. Wir haben jetzt hier einen Express, der hier gleich durchfahren wird. Die Fahrstraße für den habe ich schon mal gemacht. Das passt eigentlich soweit alles. Und ja, schauen wir, dass wir hier durchkommen. Müsste eigentlich jeden Moment hier auftauchen. Und es wird dann auch der letzte Zug erstmal sein, den wir hier in diesem Stellwerk machen. Und nach diesem Zug zeige ich euch mal die SCS-Variante. Oder damit wir das mal gesehen haben. Und ich freue mich schon so auf das Mechanische. Das wird wirklich super werden. Aber da frage ich mich, wie sie das dann mit der Zuganzeige machen. Oder einfach hier nicht, komplett weglassen. Ja, ein bisschen neblig. Immer noch die gleichen Jungs da. Leider halt noch KI-Verkehr. Aber das dürfte sich dann im Verlauf des Tages dann ändern. Das ist ja doch noch recht früh. Und da ist er ja auch. Ja, sieht schon schön aus. Macht schon Spaß hier drin, Fahrdienstleiter zu sein. Und wenn dann das Spiel komplett draußen ist und dann wirklich alle Stationen besetzt sind, dann glaube ich, wird das was. Ah, ist schon sexy, der Express da. Ich würde ihn halt so gerne fahren. Okay, da müssen wir jetzt eigentlich nur noch den nächsten Stellwerk sagen, der seit bei mir abgefahren ist. Denn das Stellwerk rechts ist bei mir besetzt. Einmal hier drauf. Zug 4112 ist bei mir abgefahren. So, dann weiß er Bescheid. Und wir wechseln jetzt erstmal ins SCS. Also, liebe Leute, bis gleich. Und da wären wir in einem neuen Stellwerk, diesmal hier mit SCS. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Bora Wolodowska, wir haben hier die SPL-Blöcke.
Und da kommt jetzt gerade 1981, Block ist Zug 1413. Und hier haben wir einen Güterzug, der hier nach Psari fährt. Links Zaviriz. Ich kann das nicht aussprechen. Jedenfalls geben wir dem jetzt hier schon mal die Durchfahrt. Ne? So, hat er gemacht. Wunderbar. Interface haben sie jetzt gerade vor kurzem angepasst. Schau es bei 1413 an. Das ist der hier. 59 soll er hier durchrauschen. Das kommt ungefähr hin. Gleich mal da. So, dann haben wir hier 1713. Also 2019, das war 1413. Den da hinten zeigt er mal noch nicht an. Ah doch, 1727, 24115. 24115. Das ist der hier. Der soll hier auch durchrauschen um 9 nach. 1413 und Fahrer? Nee. Aber wenn ich das sehe, der 1413 fährt hier gleich mit 200 vorbei. Geh mal ganz kurz raus. Exit the building. Das will ich sehen, wenn der da mit 200 vorbeirauscht. Bisschen gefährlich, was ich hier mache. Ja, noch das komische Abstellgleis hier. Na, wo ist der 200 km/h zu? Da ist er. Ah, geil. So, tun wir den gerade mal abmelden. Was war das jetzt für einer? Dass man schon aufpasst. 1413. So. 1413. Einmal abmelden hier. Wunderbar. I repeat, Train 1413 departed at 7:45. Södele. 2415, ich glaube, der ist soweit auch in der Zeit. 9 nach, ja, ja, das kommt dann schon hin. Und dann lassen wir den hier auch mal durch. Beziehungsweise, wenn wir jetzt fleißig sind, könnten wir eigentlich mal den hier machen. Und dann kann ich ja fleißig schon durchfahren. Der ist momentan mit 164 unterwegs, beschleunigt. Ah, nein, Moment mal, das ist noch der 1413, den er mir hier anzeigt. Den zeigt er meiner Zugliste noch gar nicht an. Dürfte aber auch nicht mehr allzu lange dauern. Und wenn der da durchgefahren ist, dann war es das erstmal für das Video. Das ist jetzt die echte Uhrzeit hier. Das ist ja ziemlich praktisch. War es das erstmal für das Video eben. Als nächstes Video kommt da mal eine kleine Fahrt, damit ihr dann wisst, wie das so ist, wenn man hier in SimRail fahrt und werde dann vermutlich zu SimRail noch ein, zwei Livestreams machen. Und halt natürlich live den Progress beobachten, wie sie hier weitergehen, wie sie die Sachen verbessern und entsprechende Sachen freischalten für den Playtest. Aber bis jetzt muss ich sagen, gefällt es mir richtig gut. Ich finde es toll, dass sie auf das Feedback von der Community eingehen, wie zum Beispiel, dass man jetzt hier sieht, welcher Zug hier wo ist. Das hat man vorher nicht gesehen. Cooles Feature. Bin mal gespannt, wie sie das dann beim mechanischen Stellenwerk machen werden. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber auf das freue ich mich schon. Ja. Performance ist soweit auch kein Problem. Ich meine, an der KI müssen sie halt leider noch ein bisschen arbeiten.
Ich glaube, Katowice war so eine Station, da wo die KI mit sich selbst noch nicht ganz so klar kommt. Aber sind auf einem guten Weg. Gehen jetzt mal nach da vorne. Das ist eigentlich auch schon eine harte Ausfahrt hier. Mit diesem Schlenker hier drin. Ich habe auch noch gar nicht ausprobiert, was passiert, wenn man überfahren wird. Könnte man eigentlich zum Abschluss des Videos mal machen. So, hier. Ausfahrt. Radar. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis er dann da ist. Okay, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Schnitt, bis er denn da ist. In ein paar Minuten braucht es noch und dann sehen wir, was passiert, wenn man überfahren wird. So, es ist soweit, hat ein bisschen gedauert, aber der Zug kommt. Jetzt wird es spannend. Mit sage und schreibe 120 Stundenkilometer fährt er auf mich zu. Aber ich habe schon im Discord gehört, da passiert wohl nicht sehr viel. Hallo Zug. Machst das bitte nicht in echt. 3, 2, 1. Nein! Okay. Da passiert nicht sehr viel. Ja, gut. Das war's erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im zweiten Video. Es kommt dann gerade in kurzer Folge. Und dann werden wir hier mal eine kleine Runde fahren. Hoffentlich funktioniert's. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.